ist gut. Wir gehen mal, Jaren, wir gehen mal zum Kicker darüber, dann hältst du da mal einmal drauf. Geht das? Franz, was bist du für ein Fußballfan? Schalke oder Dortmund? Beides. Als Sauerländer wird man als Schalker Junge geboren, aber für Dortmund muss man auch sein. Ich habe mich immer rausgeredet mit so einem alten Spruch. Bin für Feldin zum Warsteiner Bier, für Borussia Dortmund und Schalke 04. Aber normalerweise passt das nicht zusammen. Ja, aber man muss da ein bisschen tolerant sein. Im Sport geht es immer darum, dass der gewinnt, der Beste ist. Und der das Beste ist, soll dann auch Deutscher Meister werden. Und gehst du ab und zu ins Stadion auch noch? Ja, selten. Wenn ich nicht selbst mitspielen kann, hat es mich nie so sehr interessiert. Ich habe lange selbst Fußball gespielt, auch in der Bundeslandmannschaft. In alter Zeit. Ab und zu bin ich da, aber nicht so ganz oft. Einen wunderschönen guten Abend. Wir wählen Burkhardt. Wolfgang, worauf freust du dich heute Abend besonders? So ein Frühlingsfest der Fraktion ist eine gute Gelegenheit, mit Leuten zu sprechen, die ich nicht sonst jeden Tag sehe. Nicht nur mit Fraktionskollegen, die sehe ich ja öfter, sondern mit Gästen. Und davon kenne ich eine Menge und freue mich, wenn ich sie mal gelegentlich sehe und mit ihnen ein bisschen quatschen kann. Und gibt es eine Sportlerin oder einen Sportler, auf die du dich besonders freust? Nein, weniger Sportler, aber Künstler, mit denen unterhalte ich mich ganz gerne, weil ich ja ein leidenschaftlicher Theater-Museumsgänger bin und deswegen froh bin, wenn ich mal einen von denen erwische und so en passant mit ihnen reden kann. Danke, Wolfgang. Gut. Hallo, Herr Held, warum sind Sie heute gekommen? Ja, auf Einladung bin ich hier und wir sind natürlich ein Verein, der halt auch im Ruhrgebiet ansässig ist und es hat natürlich auch eine gewisse Tradition. Deswegen sind wir hier, Frank-Walter Steinmeier hat uns eingeladen und deswegen repräsentieren wir heute hier Schalke 04. Und auf was freuen Sie sich heute Abend besonders? Ja, auf nette Gespräche, auf ein gutes Essen und einfach einen schönen Abend. Und Schalke sieht derzeit ganz gut aus? Schalke sieht ganz gut aus, wir sind auf Platz 3. Ich glaube, das wäre für die SPD zu wenig und für uns allerdings auch. Wir wollen sehen, dass wir natürlich noch ein bisschen nach oben kommen, zumindest wollen wir den Platz halten. Dann machen wir das nächste Jahr so, Schalke wird Meister und die SPD hat auch Platz 1. Ja. Demnächst Aufstieg? Ja klar, davon gehe ich aus. Sieht sehr, sehr gut aus, also passiert schon. Also noch einmal erste Liga auch spielen, das ist schon das Ziel. Ja klar, ich meine, ich bin 33 und will noch einmal in der ersten Liga spielen. Und die Tore machst du auch im Augenblick? Also du fühlst dich rundum wohl? Das passt schon, also ich passe schon, obwohl ich jetzt 7 Monate jetzt ausgefallen bin und nicht gespielt habe. Aber ich bin schon überrascht, dass das alles so für mich super gelaufen ist. Und warum bist du heute Abend hier? Ich wurde direkt von Herrn Steinmeier eingeladen und einfach mitzuwirken und deswegen bin ich hier. Bist auch gerne gekommen? Ja klar, warum nicht? Also viel Spaß heute Abend. Danke. Ne? Grüß dich, ich weiß, dass du Bayern-Fan bist. Warum hast du heute ein Schalke-Trikot? Ja, eigentlich, weil heute prominente Schalke-Spieler da sind und weil Schalke eigentlich kein schlechter Verein ist. Und ja, ich mag einfach Schalke eigentlich. Hast du den Christoph Metzelda schon getroffen? Noch nicht, aber ich hoffe, ich treffe ihn heute. Ja, er läuft ja auch rum. Gerald Asamoah habe ich eben gesehen. Kannst du ja auch ein Autogramm holen? Hol ich wahrscheinlich, hol mir von beiden. Ja, viel Spaß dann. Danke. Ja, ciao.